Hey, herzlich willkommen wieder beim Vatersweisen zu einem neuen Video. Ich habe in meinem Studium, das ich jetzt mache, ein paar Sachen zum Johannesevangelium gelernt und dachte, das eignet sich eigentlich sehr gut, um es in eine Predigt einzubauen. Das heutige Thema ist Johannes 18, 1 bis 11. Und ich würde es einfach erstmal vorlesen und dann ein paar Sachen dazu sagen. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm, »Jesus von Nazareth.« Er sagte zu ihnen, »Ich bin es.« Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, »Ich bin es«, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, »Wen sucht ihr?« Sie sagten, »Jesus von Nazareth.« Jesus antwortete, »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.« So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, »Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.« Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? An diesem beeindruckenden Text möchte ich drei Einzelverse rauspicken, die sehr gut das Gesamtbild erklären. Und erstmal gehe ich dazu hin. Der erste ist Vers 3. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Wie immer, wenn wir die Sachen lesen, sollten wir nicht an den Worten kleben bleiben, sondern uns erstmal vorstellen, seid einfach mal in diesem Szenario. Dort ist Jesus und dort kommen auf ihn zu die Hohepriester, Diener und die Soldaten. Also was hier aufeinander trifft, ist letzten Endes die wahrhaftige Macht Gottes, die auf weltliche Mächte trifft, die sich sehr hoch einschätzen. Also einerseits die politischen Institutionen und die religiösen Institutionen. Und das ist der alte Konflikt, der Konflikt, der auch jedes Mal, jede Generation das Christentum wieder zum Stolpern bringt, dass politische und religiöse Macht sich mit der Herrschaft Jesu nicht vertragen. Aber stellt euch das einfach mal vor. Vor allem dann eben mit diesem nächsten Vers, wie Jesus ihnen entgegengeht und fragt, wen sucht ihr? Das macht nämlich etwas sehr, sehr Interessantes. Wir haben es hier mit einer Festnahme zu tun. Jesus ist eigentlich der Angeklagte, aber da kommen diese Söldner her, und Jesus tritt ihnen entgegen, stellt die erste Frage. Das unterscheidet das Johannesevangelium sehr stark von den anderen Evangelien, von den Synaptikern, wo die Initiative eben sehr stark von den Tempelherren ausgeht. Und das macht Johannes so einzigartig. Nämlich Johannes, das muss man bedenken, ist sehr viel später geschrieben worden als die anderen Evangelien. Und auch nicht mehr für Christen der ersten oder zweiten, sondern für die dritte Generation. Also die, die auch die Apostel nicht mehr kannten. Das Johannesevangelium ist kein historischer Bericht mehr, sondern eine theologische Deutung. Und was hier in diesem Text die ganze Zeit über passiert, ist, dass Jesus eigentlich der Angeklagte sein sollte, eigentlich der Gefangene sein sollte, aber immer wird durch den Kontrast herausgestellt, Jesus ist derjenige, der hier die Macht hat. An einem zweiten Punkt wird das deutlich. Es geht nämlich weiter mit, sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. Einerseits ist es interessant, wie Judas erwähnt wird, der einfach nur dabei steht.
Bei Lukas hat Judas ihn verraten. Hier hat Judas sie nur zu Jesus gebracht und steht dann dumm da, macht gar nichts. Und Jesus gibt auch noch einen Befehl. Er hat gesagt, gut, ich gebe euch mich aufgrund meiner eigenen Entscheidung, das müsste ich nicht tun, aber dafür lasst ihr alle anderen gehen. Auch hier könnte man sich wieder fragen, warum gibt Jesus eigentlich Befehle? Und noch viel besser, warum folgen die anderen eigentlich diesen Befehlen? Was Johannes ganz stark macht, ist, dass er eben klarstellt, wer die eigentliche Herrschaft besitzt. Und natürlich auch für ein zeitgenössisches Publikum deutet er das Evangelium ein bisschen um. Dieses knallharte Evangelium à la Lukas, Markus, in der ganz eindeutig klar gesehen wird, dass Gott gewisser Hinsicht das Opfer seiner Schöpfung wird, das wird hier sehr stark abgemildert. Die Idee, dass der mächtige Herrscher des Kosmos seiner eigenen Schöpfung ans Kreuz geschlagen wurde, ist ein Skandal, mit dem sich der Autor auch nicht gut abfinden kann. Aber auch hier möchte ich nachher einen Punkt noch dazu machen, den ich jetzt noch ein bisschen nach hinten verschiebe. Nämlich, dann kommen wir noch zur letzten Stelle, die das sehr deutlich macht. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Wieder, ganz stark, diese Betonung darauf, es ist mein Wille, den Wille des Vaters zu tun. Diese Ausgeliefertheit, dieses Leid, mildert Johannes ab. Aber er nimmt es nicht ganz weg. Hier aber ganz besonders interessant ist auch, dass die Male, wo Menschen auf eigene Initiative hinhandeln und nicht auf direkten Befehl von Jesus, die stellen sich immer als falsch heraus. Also Petrus, trotz seiner wirklich guten Absichten, Jesus zu verteidigen, er geht mit dem Schwert voran, aber Jesus sagt ihm, nein, das war nicht richtig. Während auch Lukas hier zum Beispiel mit der Heilung des Ohres dann sehr stark die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus betonen möchte, möchte Johannes wieder und wieder den Punkt machen, Jesus ist souverän. Das ist Jesus Wille. Er ist nicht wider Willen in diese Situation gekommen, er hat diese Situation angenommen. Aber aus dieser Stelle können wir noch was anderes ziehen. Nämlich, Petrus steht hier sinnbildlich für alle, die glauben, mit Gewalt oder Aggressivität den Glauben verteidigen zu müssen. Ein zeitgenössisches Beispiel wäre zum Beispiel die Evangelicals in den USA, die schon sehr, sehr radikal sind. Deutlich zu radikal für meinen Geschmack. Und das ist so ein Punkt, vielleicht lieben sie Jesus, vielleicht sind sie eifrig für den Glauben, aber Jesus möchte nicht, dass wir ihn mit dem Schwert verteidigen. Wir handeln dort nicht nach Jesus Willen. Wenn wir mit Gewalt und Aggressionen vorgehen, dann handeln wir vielleicht für ihn in unserem Kopf, aber nicht so, wie er es möchte. Wir folgen nicht dem Willen des Vaters. In diesem Aspekt sind wir ganz klar, wenn wir Gewalt ausüben, wenn wir Aggression ausüben, dann geschieht das nicht auf Anraten durch den Sohn, dann ist das nicht durch den Willen Gottes, sondern durch unseren eigenen Willen, wie wir selber denken, wie wir den Glauben zu verteidigen haben. Aber Jesus weist Petrus hierfür in die Schranken. Wiederum, also mit Petrus verglichen zu werden, ist nicht das Schlechteste. Aber auch Petrus hat daneben gelegen und Petrus ist sehr stark immer in seinem Übereifer. Diese kleine Lektion am Rande lässt sich hier drin finden. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, auf den ich weiter eingehen möchte. Nämlich, wie Johannes es genau richtig macht. Johannes hat begriffen, dass der Skandal des Kreuzes für uns, bis wir endlich vor Gott stehen, nicht voll ergreifbar ist. Johannes hat es theologisch gedeutet, so dass es seine weltliche Prägung gerade noch halten kann.
Nämlich jeder von uns denkt zu einem gewissen Grade weltlich. Wir können nicht aus unserer Haut heraus. Erst wenn wir voll eins sind mit Gott, haben wir jedes weltliche Denken abgelegt. Darum füllt Johannes das Leid und den Tod mit Herrlichkeit auf und dem erklärten Willen Gottes. Diese Dinge sind nicht falsch, aber Johannes hat den Willen Gottes darin erkannt und betont ihn ganz stark, damit die Herrlichkeit des Leids, dieser große Skandal des Kreuzes, für uns ertragbar wird. Johannes hat wirklich begriffen, wie man mit Theologie umgehen muss. Johannes hat wirklich begriffen, wie man mit dem Glauben umgehen muss. Und das sieht man ohnehin ganz stark im Johannesevangelium, das sich extrem beruft auf viel hellenistische Philosophie. Er nimmt den Kern der Botschaft, das Leid und die Wiederauferstehung Jesu Christi, und gießt es in das Gefäß, das ihm seine Zeit und seine Kultur gegeben hat. Und so macht er es genießbar und verständlich, erträglich für uns in dem Maßstab, wie wir es brauchen, aber er verwässert es nicht so, dass der wahre Kern verloren geht. Die Synoptiker sind deutlich historische. Und die Synoptiker sind nicht schlecht. Lukas ist eigentlich mein Lieblingsevangelium meistens. Aber Johannes ist pure Theologie. Er hat nicht nur die Geschichte genommen, sondern die Geschichte kreativ erweitert, um die Botschaft der Geschichte sichtbar zu machen. Wir sehen in diesen 11 Versen eine so raffinierte literarische Gegenüberstellung von dem, der aus der Position der Schwäche plötzlich Richter wird. Später kommt Jesus auch noch vor Hannas und er kommt vor Pilatus. Und in beiden Fällen stellt er nur Gegenfragen. Und Johannes schafft es so geschickt, dass sich plötzlich die Perspektive umdreht und Pilatus der Angeklagte ist. So dass Pilatus am Schluss nur noch sagen kann, was ist Wahrheit? Also eine jämmerliche Ausrede, um nicht auf Jesus antworten zu müssen. Johannes hat erkannt, wie in all dieser Demütigung, in all dem Leid doch ein Triumph drin lag. Und er hat es schriftstellerisch, literarisch sichtbar gemacht. Das war etwas, das ich in einer Vorlesung gelernt habe. Also jetzt nicht eins zu eins so, aber etwas, das ich dort mitnehmen konnte. Und ich hoffe, ihr konntet auch etwas mit dieser Perspektive anfangen darauf. Und vielleicht das Johannesevangelium mal ein bisschen in diesem Licht lesen. Wie deutet Johannes im Gegensatz zu den anderen Evangelien gewisse Dinge? Wo unterscheidet er sich? Was macht seine Theologie so anders und gleichzeitig doch so harmonisch kompatibel? Ich hoffe, ihr konntet was anfangen damit. Falls ihr weiterhin Interesse habt, dass ich Dinge aus meinem Studium auch einfließen lasse, würde es mich freuen, wenn ihr das irgendwie sagt. Wir haben auch eine Playlist, wo ich noch andere Gedanken drin teile zu anderen Bibelversen und so. Fände ich cool, wenn ihr euch die mal anhören würdet. Und ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Bis dann.